Phew, so, das hätten wir alles runtergeschmissen. Haben wir doch schon ordentlich Loot. Ach ja, stimmt, die Topfscherben kommen ja auch noch dazu. Ja, gut, dass wir das hier mal alles wegbringen. So, und hinauf. Schöne Runde Ratzen. Alter, ist das neblig, ne? Man sieht schon wieder, wie der PC übel abkackt bei Nebel. Gut. Gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen sofort wieder los. Keine Zeit vertrödeln. Die Morgenhöhle da, vor allem da waren Runenstein. Die sind Gold wert. Also nichts wie hin. So. Oh nein, meine Axt. Ah, egal, die brauchen wir ja gerade gar nicht. Gut. Rüber hier, ab zur fauligen Höhle. Sieht den Eingang nicht mal, so dunkel ist es. Ich laufe gerade direkt drauf zu, man sieht nichts. Jetzt sieht man's. Silhouettenhaft. Nichts wie rein da. Gut. Oh, Gott sei Dank ist es hier ein bisschen heller. Dann können wir das hier doch mitnehmen. Jetzt wird es wieder dunkel, schade. Hier ist noch so ein Ding. Was ist das hier? Geschmolzener Kern. Oh! Wir können endlich das neue Portal-Ding bauen. Geschmolzener Kern, aha. Das ist ja geil. Hier ist noch einer. Hör damit. Und hier sind noch mehr Knochen. Knochenfragmente. Weichgewebe war da ordentlich bei. Ah, ich glaube, ich sollte hier einfach mal auf den Boden ballern, ne? Weil, so wie es aussieht, sind hier Sachen versteckt, die ich nicht so sehe. Da sind noch Knochen. Das meine ich. Ich sammle einfach mal alles auf, was hier ist. Und kann dann ja immer noch aussortieren. Schön die Wände abklappern. Das hier nehme ich von mir auch erstmal auf. So. Da sind noch Knochen. Hier auch. Nein, 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 nein. Hui. Bloß nicht kaputt machen und wir können es nachher nicht looten. So. Topfscherbe, kein Platz im Inventar. Ja, dann schmeiße ich das hier weg. So. Und das war's, ne? Ich guck nochmal im Zentrum nach, aber ich glaube auch hier ist nichts. So. Und jetzt können wir endlich einen mysteriösen Ort finden. Davon habe ich bisher nur gehört. Ich habe keine Ahnung, was es genau damit auf sich hat. Ich weiß nur von diesen mysteriösen Orten, dass es wohl irgendwo auf der Welt, auf jeder Welt, drei gibt, die man wohl abklappern muss. Und wir finden den ersten. Der ist gar nicht weit weg. Oh. Ist einfach hier unten direkt. Ja, das ist ja übel geil. Na gut, also den ersten mysteriösen Ort haben wir gefunden. Interessant. Interessant. Okay, da haben wir dann auf jeden Fall was zu tun, wa? Und ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Hacken noch ein kleines bisschen Holz. Ah, die können wir gar nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Ach ja, wir haben ja gar keinen Platz mehr im Inventar. Ja komm, dann bringe ich das weg, oder nicht? Drei geschmolzene Kerne im Inneren wirbeln mächtige Energien, bereit, entfesselt zu werden. Aha. Und dann können wir ein Steinportal machen. Ich habe gehört, erstens, das ist immun gegen diese, also gegen Feuerschaden. Ne, natürlich. Und zweitens kann man da wohl, also ich habe es ja sowieso eingestellt, dass wir durch unsere Portale auch Barren transportieren können. Das kann man ja normalerweise nicht. Mit Stein soll das wohl gehen. Hat man mir gesagt. So, dich mache ich mal platt. Tschüss. Und dann mache ich dich da hinten auch mal platt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Auf Wiedersehen. So, sonst macht er uns beim nächsten Mal Stress. Und dann nichts wie weg hier, wa? Hier haben wir noch ein paar Knochen. Hier ist noch Grousten. Ein 50er-Stack. Das nehme ich lieber mit, anstatt ein 50er-Stack Knochen, bin ich ehrlich. So. Vor allem so viele Knochen auch. Knochenfragmente. Hätten sie da nicht irgendwie die Anzahl zehnteln können? Keine Ahnung.
Oder ist das wegen der Schildgeneratoren? Keine Ahnung. Da ist schon wieder doppelte Musik, ne? Oder soll das so? Weil die sind doch dissonant. Oder nicht? Keine Ahnung. So. Hervorragend. Dann durchs Lootloch. Alles aufgesammelt, was sich stecken lässt. Und dann muss... Warte mal. Das ist Harz. Das packe ich mit in die Harzkiste. Weil hier kommen die rein. Na? Oh, warte mal. Ich mache mal Feuer. Zack. Und nehme den raus und mache den dann hier in die Harzkiste. Wie ich early. So. Und dann haben wir hier noch Stuff. Hör damit. Feuer. Dann haben wir da Pilze, habe ich gesehen. Zwei. Knochen. Und Zähne. Haben wir ordentlich gefunden. Müssen wir wieder hochbringen. Das war ja klar. Und wir haben außerdem diese komischen Beckenknochen gefunden. Haben wir schon drei verschiedene Knochensorten gefunden. Wie viel gibt es denn nochmal? Also geht das noch bis hier hoch? Gibt es fünf oder wie viel gibt es denn? Ich habe keinen Plan. Wie ich sammel einfach. So, außerdem haben wir 17. Oh, 17 Weichgewebe gefunden. Das ist ja höchst erfreulich. Und da würde ich sagen... Warte mal, ich gehe nochmal kurz durch, sortiere ein. Marmor. Holz. Das Ascheholz. Hier rein. Das normale Holz. Hier rein. Stein dort. Dann haben wir hier noch Reptilfleisch. Monsterorgane hier. Zack. Gift. Für das verfaulte Fleisch. Das mache ich mal dahin. Das hier ist Müll. Den können wir gleich löschen. Hier haben wir noch mehr Harz. Das kommt in die Harzkiste. Dann Truthahnfleisch. Truthahnfleisch sage ich übrigens immer, weil es so aussieht, ne? Wie ein Truthahnbraten. Gut. Das Ascheholzzeugs. Hier noch mehr. Boah. Aber doch ein bisschen was gesammelt. Zack. Sogar eine ganze Reihe voll unten. Not bad. Ist doch mehr, als ich gerade dachte. Die Kohle kommt nach unten, der Barren kommt nach unten. Das kommt nach oben. Das ist Aegis, das ist Croydas und das ist heute. Das sind heute. Das ist heute. Und wann war gestern? So, dann die Kräuter hier rein. Reparieren, weil unsere Axt ist zerstört. Der Hammer ist auch fast down. Und den ganzen anderen Krempel natürlich ebenfalls. So, dann gehen wir mal nach unten und weißt du was, die baller ich mal so weg, damit sie einfach weg ist. Und in 2 Minuten gönne ich mir den anderen. Ah, Zapfi hängt schon wieder in der Ecke fest. So, und dann nehme ich, packe ich die Barren hier rein. Shit, ich hätte gerade noch Harz mitnehmen können, das hole ich mal eben. Also Yggdrasil-Harz, weil dann mache ich noch eine Fuhre von dem Eiter an. Denn auch das steht an. 20. Oh. Können wir mal wiederholen, ne? Mach ich gleich. Also erstmal nach unten. Dann aufgemacht. Und reingemacht. Und zugemacht. Und hochgegangen. Reingemacht. Und zugemacht. Und natürlich in die Hose gemacht. Wie immer. So, dann nach oben. Ah! Zapfi und Plusti. Nee, doch nicht. Jetzt hat Zapfi gesehen, dass Plusti gesehen, dass Zapfi unten ist. Jetzt haut sie doch wieder ab. Ja, kann ganz schön bedrängt sein, ne? Frühling ist doch aber vorbei. Ist ja immer noch so schlimm. Zapfi? Was hast du mit Plusti gemacht? Hm? Da brauchst du gar nicht so unschuldig picken. Was hast du gemacht, hm? Ja, jetzt schweigst du wieder, weißt du? Das war so klar. Immer. Immer, wenn ich ihm was vorwerfe, schweigt er dann, weißt du? Hühner. Die verstehe einer. Entschuldigung. Ascheholz. So.
Und dann gehe ich mal nach oben und dann können wir endlich weiter fortführen, was wir begonnen haben. Hier nämlich. Ach ja, stimmt. Es kann sein, dass ich eine Schmiede verschieben muss, weil ich das hier nicht bauen kann, ne? Komme ich da dran? Bitte sag ja. Yes! Und ich hoffe auch, shit, dass das nichts hält. Na, das Eisen hier. Das kann natürlich sein, dass es jetzt einkracht. Da muss ich es verstärken. Ich mache es mal. Ah, falsch. Halt, den richtigen mache ich zuerst. So, und den falschen mache ich dann weg. Der ist es. So, sehr gut. Und dann nochmal den hier. Weg damit. Hin damit. So. Hier. Hier und da. Sieht schon ganz geil aus. Soll ich das da auch noch wegnehmen? Nee, ne? Nee. Ich lasse das so. Ich finde das gar nicht schlecht. Sieht voll geil aus jetzt. Oh, ist das geil. So, ich gehe mal kurz nach unten und holen. Warte, stopp, stopp, stopp. Mit mehr Verstand. Mit mehr Verstand. Wir brauchen hier oben nämlich ordentlich Ascheholz. Denn das machen wir hier natürlich auch. Und hier hoffe ich genauso, dass es keine Konstruktion hätte. Ich glaube aber nicht. Weil hier ist ein Träger drin, der das da hält. Und hier ist ein Ring, der das bis da hält. Glaube ich. Ich glaube, das passt schon. Ich schmeiße hier das Ascheholz hin. Ach ja. Und dann jump ich mal kurz eine Etage nach unten. Und bring in unsere Stallgehkiste den. Und den trinke ich. So. Sehr gut. Und dann holen wir noch mehr Ascheholz nach oben. Nämlich. Und was ich auch gerade gesehen habe, das machen wir, glaube ich, in einer Fuhre. Ich nehme mir mal Ascheholz raus. 1, 2, 3. So. Und 4 vielleicht. Hier mal die Hälfte. So. Das passt. Und außerdem habe ich hier gesehen, bei Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müssen wir nach oben bringen. Und dann gehen wir durchs Portal, weil dann sind wir ja sowieso im Speicher. Und der Speicher ist ja dann nur noch ein Stockwerk nach oben, dann sind wir da. Ne? Ich glaube, ihr versteht schon. So, Knochen waren hier ums Eck, ne? Hab ich hier den Monster-Loot habe ich hier auf diese Seite getan, das weiß ich noch. Und ich glaube, in der Kiste unten, die war schon voll. Und die da drüber war noch Platz. Ja. Sehr gut. Dann nach oben. Und dann machen wir hier weiter. Erstmal wegreißen, ne? Ja, wobei ich Angst habe wegen... Oh! Ach ja. Ja, das sollte ich vielleicht holen. Warte mal. Ach so. Weil ich sie nicht gleichzeitig tragen kann. Und den mache ich auch schon mal weg. So. So. Und der Rest fällt runter, ne? Na komm schon, Alter. Warum leckst du schon wieder so ab? Okay, ich glaube, wenn ich nach da gucke, ne? Weil dann sehen wir alles von unserer Base. Oh nein! Ja, das war jetzt natürlich nicht so klug. Aber ne, wenn ich so nach da gucke, da merkt man immer, wie der PC auf einmal ins Schwitzen kommt. Macht ja aber auch Sinn. Vor allem, wenn wir hier stehen, hier, und nach da gucken, sehen wir dann ja auch noch die Inseln der Jungs, ne? Noch mehr zu berechnen. Oh Mann. Was wundere ich mich denn eigentlich und beschwere mich die ganze Zeit, dass mein PC das nicht wuppt? Wenn ich ihn so zum Schwitzen bringe, brauche ich mich doch nicht wundern, oder? So, warte mal. Ist das der richtige? Ja. So. Hä? Das habe ich nie gemacht. Ach ja, die halben. Na klar. Da muss ich den so und den halb versetzt. So. Und dann wieder normal versetzt. Gut. Ich mach mal so. Ah ja, da fängt wieder der halbe an. Gut, dann mache ich erstmal hier weiter.
Damit nichts einkracht, ne? Ich habe Angst, dass dann irgendwas wegen Stabilität nicht stimmt. So. Wie ist das mit Ascheholz? Ja, ja, ich glaube, das reicht, was wir uns hier vorbereitet haben. So, hier dann doppelt. So und... Nee, doch nicht. Der ist so und der muss hier überlappen sein. So. Sehr gut. Ach ja, und da müssen wir auch gleich noch runter, weil das wird nicht despawnen. Beziehungsweise ich glaube, wenn wir auf dem Balkon sind und springen, können wir uns das wiederholen. Ich glaube, das geht auch. Ah ja, na klar. Warte mal. Ecke 1, Ecke 2, so. Ecke 3. Ecke 4. So. Der ist falsch. Ah, so geht's auch. Auto. Und dann hier gegen. Ist da eine Lücke zwischen, die nicht soll? Der ist auch falsch. Ecke 1, Ecke 2. Oh, ist das schon wieder verwirrend. Warte mal. Nein. Ja, der ginge. Und dann hier dran. So. So ist richtig. Ja. Gut. Das da sieht zwar komisch aus, aber ich lasse es einfach mal. Dann stelle ich wieder auf Auto, ne? Halt. So. Gut. Das weg, das weg. Und so, und so. Der hat im letzten Moment den falschen angetargetet. Ausgewählt, wollte ich sagen. So. Gut. Oh. Flauschi. Was machst du hier oben? Das ist ja süß. Kaum bin ich hier oben, kommst du auch mit hoch? Normalerweise ist doch eine Schnuffi hier. Ach, ihr beiden Cuties. Was macht ihr doch mit Absicht? So. Dann hier der Doppelte, ne? Ja. So. Und das weg, das weg. Hier überlappend. Und weitergemacht. Sehr gut. Ey, das sieht voll geil aus. Ah, Ascheholz weg. Dann nehmen wir das, was wir hier uns vorbereitet haben. Hör damit. Und run damit. So. Und zack. Oh, voll geil. Das sieht so viel besser aus. Vorher sah es so richtig aus wie so ein... Weiß ich nicht. Irgendwie so... Ne, wenn ihr das mal vergleicht. Das hier ist so übel schön... Edel verziert. Das sieht jetzt aus wie weiß ich nicht, so Holzkonstruktionen, wie sie ja eigentlich Menschen normalerweise nicht bauen sollen. Als würde das so elfisch gebaut sein mit diesen Verschnörkelungen. Wohingegen das hier aussieht wie, weiß ich nicht, wie so ein Gefängnisturm. Ist das, was ich meine? Das hat eine ganz andere Wirkung jetzt. Finde ich. Ist ja auch logisch, es ist ja auch Gitter. Natürlich assoziiere ich als Mensch mit Gittern Gefängnis. So. Zack. Den und den weg und doppelt überschnitten so. Und dann hier noch die letzte Ecke. So. Und hier. So. Perfekt. Hätten wir das. Sehr gut. Ja, das Eisen hier sammle ich mal auf. Dann jump ich hier mal kurz runter auf unser Balkon. Sammle das Eisen da ebenfalls auf. Und hier war auch, glaube ich, noch ein bisschen Ascheholz, was mir hier runtergefallen ist. Nee. Keine Ahnung. Und der Rest liegt natürlich jetzt ganz unten. Ne? Oh, voll geil. Und ich lasse das auch hier weg, ne? Ich habe überlegt, das könnte ich auch so machen. Aber vor allem wegen dem hier, ne? Sieht das dann, glaube ich, komisch aus. Aber ich muss auf jeden Fall das Eisen unten aufsammeln. Das hat sich jetzt überall in unserem Hof verteilt.
Oh, Gewicht. Warte, 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 warte. Sonst kann ich hier gar nichts aufheben. Ich schmeiß mal alle davor. Halt. Die lassen sich stacken. Achso, da liegt das Eisen. Gut. Und alles aufgesammelt. Denn das sind sehr, sehr wertvolle Ressourcen natürlich. Es handelt sich hier auch um nichts Geringeres als Eisen. Ist natürlich auch praktisch nachts, weil da sieht man diesen Glanz stärker, ne? Ah ja, wir sind schon wieder überladen. Gut. Zack, zack. Oh, ist das viel. Stimmt, jedes Gitter gab ja zwei, ne? Und diese kleinen Gitter, wo ich immer sechs gebaut hatte, nur einen zwar, aber das sind dann ja alleine auch schon mal wieder sechs Eisen. Boah, wir kriegen ja ordentlich Eisen zurück. Das ist natürlich ein anderer, sehr, sehr positiver Nebeneffekt bei den ganzen neuen Sachen, die wir jetzt bauen müssen, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel Eisenanteil dabei ist. Ich weiß zum Beispiel Chrom, da brauchen wir ja ordentlich Bronze und so, ne? Wir werden sehen. Weil vielleicht gibt es ja auch irgendwie Rüstungen. Ich weiß ja, dass da noch ein bisschen was kommt. Wir haben immer noch nicht alle Ashlands-Ressourcen gefunden. Und somit auch noch nicht alle Crafting-Rezepte. Wer weiß, ob da noch irgendwas kommt, wo man massig Eisen braucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so sein wird. Bin ich ehrlich. So. Dann das hier. Und hier noch. Boah. Achso, hier ist ein Grauzwerg gestorben. Kann aber auch sein, dass es so buggy war, dass es tatsächlich bis hier hinten gefallen ist. Glaube ich aber nicht, ne? Nö, das ist nur Grauzwerge-Stuff. Und eventuell sogar von dem Wölfchen, ich weiß es nicht. Nö. Unsere Wölfchen haben es geschafft. Hier ist ein Soldat sogar gestorben. Stimmt, wir können eigentlich auch mal wieder eine Wanderung machen, ne? Irgendwann mal. Mal gucken. Obwohl, andererseits brauchen wir es nicht, weil wir diese Ressourcen nicht mehr brauchen. Das hatten wir ja immer gemacht für die Hühners. Aber auch die sind jetzt obsolet geworden. Wer hätte das gedacht? So, haben wir alles. Ich schmeiß hier nochmal. Huch. Ich schmeiß hier nochmal alles kurz hin. So. Und guck nochmal nach, ob hier noch irgendwo was liegt. Hier. Alte Samen, Holz. Da liegt noch was. Was geht denn hier ab, Alter? Achso, hier kommen immer Grauzwerge und er bekämpft sie. Das ist natürlich super cute. Aber geh mal runter. Oh, da ist noch ein Wolf. Den würde ich eigentlich auch ganz gerne hier runter haben. So, nach da. Zack. Sehr gut. Hier ist noch Stein. Noch eine Trophäe. Das da hinten könnte noch Eisen sein. Ist es aber nicht. Und hier ist noch Grauzwerge-Stuff. Gut. Hätten wir das. Sehr gut. Ja, da wird schon wieder gefeidet. Ich bin ganz ehrlich, ich nehme jetzt hier einfach sämtlichen Stuff, den ich habe. Ich sollte erstmal warten, bis die Ausdauer komplett aufgeladen ist. Sonst haben wir gleich ein Problem. Und ich sammle nur das Eisen auf. Wenn es geht. Und den Rest lasse ich liegen. Alter, da kriege ich alles mit. Tatsächlich. Ah ne, da liegt noch was. Kriege ich auch mit. Top. Oh, ist das viel Eisen. 1, 2, 3, 4. Allein das sind schon 120. Nice. So. Rüber geschleppt. Schlepp, schlepp, schlepp. Na los, mach hinne. Ja, vor allem wegen der Eisenbarren, ne? Komme ich hier hoch. So, durchs Lootloch. Was haben wir denn hier Feines? Ich schmeiß mal Eisen erstmal schon mal hier runter. Ich glaube, dann sind wir auch nicht mehr überladen. So. Und sind wir auch nicht. Liegt alles unten? Ja. Dann das Ascheholz hier noch rein. Holz. Stein. Harz. Augen. Gott sei Dank haben wir das so in Reihenfolge. Gift. Dann Boss Spawn. Trophäen. Und natürlich Kroidas. So. Und jetzt vor allem die Eisenbarren, Alter. Das ist ja richtig viel. Sehr gut. Alles her damit. Und nach unten. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch reinpassen. Das gibt's nicht. Ein Barren passt nicht. Okay. Scheiße, was mache ich jetzt mit dem einen Barren?
Ich schmeiß ihn einfach davor, komm. So. Die spawnt ja nicht, ne? Hier sind ja überall Workbenches. Also passt schon. Ach ja, und ich wollte auch mal außerdem mal gucken, wie ist denn das hier mit? Der ist endlich fertig. Sehr gut. Wir brauchen Feuermet. So. Perfekt. Direkt die nächste Fuhre angemacht. Und dann bringe ich den Met natürlich entsprechend in unsere Met-Truhe. So. Ne? Brauchen wir ja nicht viel. Immerhin ein bisschen Watt. Sehr gut. Ja, und wenn ich so auf die Uhr gucke, merke ich auch gerade, es wird allmählich Zeit. Ah, hier liegt auch noch was. Das muss ich auch noch nach unten bringen. Stimmt. Warte mal. Wenn hier was liegt, liegt dann auf den anderen Ebenen auch was? Nee, ne? Nee, da haben wir schon aufgesammelt. Gut. Und falls hier noch irgendwo Eisen liegt, können wir das ja immer noch holen. Aber dann haben wir sogar noch mehr Eisen. Ja, moin. So, dann schmeiße ich das mal hier hin. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Und ich setze mir mal meine Krone auf, weil mir ist das hier viel zu dunkel. Ah, oh, viel besser. Sehr gut. Und ab nach oben. Denn es ist ja gerade Folge 899. Ihr wisst, was das heißt. Nächste Folge dann wieder ein Special. Da freue ich mich schon drauf. Ah, verdammt, hier liegt noch mehr Eisen. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, deswegen gehe ich jetzt nicht runter. 9 Eisen haben wir jetzt auf Tasch. Was soll's. So. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Die Folge war jetzt mal ein bisschen experimenteller und wir haben ein bisschen mit Ascheholz rumprobiert. War aber richtig nice. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.